Hey, schön, dass du auf dieses Video geklickt hast. Stell dir mal vor, du bist am Anfang der nächsten Saison und du möchtest diesmal ein paar Spiele mehr gewinnen als in der letzten Hin- und Rückrunde. Und du spielst gegen einen Gegner, gegen den du schon häufiger gespielt hast und zu 70% verloren hast und nur zu 30% gewonnen hast. Und du weißt nicht genau, warum. Du hast trainiert, du kennst den Gegner, du kennst die Stärken, du kennst irgendwie die Schwächen, aber du weißt nicht genau, warum du gewinnst oder warum du verlierst. Am Ende dieses Videos kriegst du von mir einen Hinweis, einen Tipp, eine Option, eine Möglichkeit, wie du es schaffst, diese Gegner in Zukunft zu besiegen und dich selbst auf ein höheres Level zu bringen. Doch vorweg, lass uns mal kurz ein bisschen reden. Du bist also Tischtennisspieler und du spielst höchstwahrscheinlich schon mehrere Jahre in einem Verein und du möchtest dich weiterentwickeln. Du trainierst fleißig, du gehst häufig zum Training, das Training ist vielleicht so semi-gut, du spielst immer gegen die gleichen Gegner. Ihr spielt vielleicht ein, zwei Übungen, wisst aber nicht genau, wie ihr weiterkommen wollt. Und jetzt bist du natürlich ein sehr motivierter Spieler, wie wir alle Tischtennisspieler höchst akribisch sind und sehr motiviert. Und du möchtest jetzt das nächste Level erreichen. Du holst dir vielleicht irgendwie einen Trainer mal. Ich bin ja Trainer und einige meiner Schüler kamen zu mir. Daniel, ich möchte das nächste Level erreichen. Komm, lass uns trainieren. Vielleicht möchtest du auch eine super Saison spielen. Vielleicht möchtest du so 50 Punkte oder 100 TTR-Punkte erreichen. Ich kann dir sagen, das ist möglich. Habe ich auch geschafft. Es ist ein anstrengender Weg, aber am Ende lohnt sich das, wenn man das dann erreicht hat. Vielleicht möchtest du aber auch mal endlich diesen Aufstieg mit deiner Mannschaft schaffen und eine Liga nach oben klettern. Bei einer Sache bin ich mir aber sehr, sehr sicher. Du möchtest auf jeden Fall besser im Tischtennis werden und ein souveräner Tischtennisspieler werden, sonst hättest du höchstwahrscheinlich auch nicht auf dieses Video geklickt. Aber wo liegt jetzt das Problem? Vielleicht ist das Training in deinem Verein suboptimal. Vielleicht fehlen dir die physischen Fähigkeiten. Vielleicht hast du noch nicht das Material, das richtige Material für dich gefunden. Es kann aber auch sein, dass du im Spiel vielleicht immer dieselben Fehler machst, dass du vielleicht beim Kurz-Kurz-Spiel nicht so sicher bist, dass du vielleicht dich nie traust, den Flip zu spielen, dass du, und das geht ja vielen so, in entscheidenden Momenten, fünfter Satz, 9-10, 10-9, 9-9, dass du dort auf einmal, man sagt, einen Eisenarm bekommst, nur so ganz gerade Schläge, so nicht mehr filigran, nicht mehr mit Gefühl spielst, sondern einen Eisenarm hast und dort dann einfach zittrig den Ball wegschubst. Als Tischtennisspieler mit mittlerweile über 29 Jahren Erfahrung am Tisch und als Trainer weiß ich ganz genau, wo die Probleme liegen. Aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht sind es genau 7 Punkte, die ein Tischtennisspieler braucht, um richtig gut zu werden. Erstens die Technik. Du brauchst einfach eine solide Grundtechnik, um bestimmte Schläge ausführen zu können. Wenn du das nicht hast, bist du limitiert. Zweitens, du brauchst ein gutes taktisches Gefühl. Was nützt es dir, wenn du die beste Technik spielen kannst, wenn dein Gegner dir taktisch überlegen ist und dir immer auf deine Stelle spielst, die du vielleicht nicht so gut kannst und du einfach deine taktischen Möglichkeiten außer Acht lässt? Drittens, es geht nichts über ein regelmäßiges, gut aufgebautes Training. Dabei meine ich nicht irgendwie Krafttraining, Schnelligkeitstraining, das gehört auch dazu. Aber Tischtennis ist so eine technisch anspruchsvolle Sportart und wir brauchen sehr, sehr, sehr viele Wiederholungen. Ne? Es ist eine komplexe Sportart, nicht wie Golf, wo der Ball liegt, wo du unendlich viel Zeit hast, wo du keinen Gegner hast, wo du keinen Spin hast. Oder diese zyklischen Sportarten wie Fahrradfahren und Schwimmen. Ich kann das beurteilen, ich bin Sportwissenschaftler, ich kann viele, viele Sportarten ganz okay. Tischtennis natürlich viel, viel besser, weil das die Sportart ist, die ich seit meiner Kindheit tue. Aber ein regelmäßiges Training braucht jede Sportart und Tischtennis ist ein sehr trainingsintensiver Sport. Da kommt es darauf an, dass du die richtigen Übungen spielst, da kommt es darauf an, dass du einen guten Trainer hast oder eine Trainerin, da kommt es darauf an, dass du in einer guten Trainingsgruppe bist, da kommt es darauf an, dass du wettkampfspezifisch trainierst. Und das ist auch eine der 7 Faktoren, die einen guten Spieler ausmachen. Punkt Nummer 4, das ist eins meiner
Lieblingspunkte, da kann ich auch selber noch sehr viel dran arbeiten. Wir sind alle nicht perfekt und haben alle unsere Schwierigkeiten damit. Das ist die mentale Stärke, dass du dich nicht von Gegnern beeinflussen lässt, dass du fokussiert bist, dass du bei knappen Spielständen auch deine guten Bälle spielst, dass du mehrere Spiele konstant gut hintereinander spielst. Da gibt es ein paar Tricks, ein paar Kniffe. Wie gesagt, ich bin nicht perfekt, niemand ist perfekt, aber ich glaube, in den meisten meiner Spiele habe ich das ganz gut im Griff und da gibt es viele Kniffe, die Profis können, die ich auch anwende, die du auf jeden Fall wissen solltest, wenn du mental stark werden willst. Punkt Nummer 5 sind physische Fähigkeiten. Als Sportwissenschaftler kenne ich natürlich die Kondition im Sport genau und weiß, wie wichtig welche Kondition, also Kondition ist einfach nur die Bedingung, ne? Im Volksmund sagt man, Kondition ist die Ausdauer, ist nicht richtig. Also Kondition ist die Bedingung. Und manche Sportarten brauchen ein bisschen mehr von etwas, manche Sportarten ein bisschen weniger von etwas. Und jede Sportart hat folgende Konditionen: Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination. Da die richtige Gewichtung zu finden, zum Beispiel wissen wir ja, dass Ausdauer jetzt nicht super wichtig ist. Da Beim Tischtennis brauchst du mehr Schnellkraft und koordinative Aspekte als die Ausdauer oder auch die Beweglichkeit. Aber die physischen Fähigkeiten solltest du, wenn du ein guter Tischtennisspieler werden willst, auf jeden Fall auch richtig trainieren. Punkt Nummer 6 ist aus meiner Sicht und aus einer meiner Erfahrungen die Disziplin. In meiner Zeit, als ich jugendlich war und Schüler war, da hatte ich viel Disziplin. Ich bin viermal die Woche zum Training gegangen und war immer diszipliniert, also habe nie irgendwie Ausreden gesucht, weil ich einfach Bock hatte auf den Sport. Und irgendwann so mit 15, 16, 17, da haben einige Leute nicht mehr so diszipliniert trainiert. Die haben dann, ja gut, sich auf die Schule konzentriert, das habe ich auch gemacht, oder andere Dinge gemacht, gezockt und was auch immer. Aber wenn du ein guter Tischtennisspieler werden willst, dann solltest du eine hohe Disziplin haben. Jeder Profi weiß das. Sobald die Disziplin nachlässt, wird er schlechter und die anderen hängen ihn ab. Und die Profis trainieren auch 2 bis 3 Mal am Tag fast, ne? Also sei diszipliniert, das ist ein sehr wichtiges Merkmal in unserer Sportart. Und Punkt Nummer 7 ist die Leidenschaft für unseren Sport. Also es nützt nichts, wenn du leidenschaftslos am Tisch bist, wenn du dir vielleicht keine internationalen Wettkämpfe mal anguckst, wenn du nicht Bock hast, mal auch zu einem Turnier zu fahren und dort vielleicht mal auch bessere Leute zu sehen und gegen die zu spielen. Also du musst eine gewisse Leidenschaft für diesen Sport haben, um auch gut zu werden. Als Trainer gebe ich immer mein Bestes in diesen Stunden, 1 Stunde, 1,5 Stunden meinen Schülern alles mitzugeben, sie zu einem souveräneren Spieler zu machen. Das ist aber schwierig, weil meine Zeit ist auch limitiert und begrenzt. Und alle meine Schüler sind natürlich immer froh, wenn die bei mir trainieren können. Und ich hatte nachher so eine große Anfrage im Tischtennistreff Köln, kannst mal gerne auf die Seite gehen, dir das angucken, dass ich manche Leute ablehnen musste, weil kannst dir vorstellen, normaler Job und dann 2, 3 Stunden am Tag nochmal Training geben, da kann ich auch nicht mehr die Qualität dann geben. Aber viele meiner Schüler sind dann einfach auch begeistert gewesen, der Tim, der Erol, der Christian, die waren alle begeistert bei mir zu trainieren und ich habe mir irgendwann gedacht, ich möchte mein Wissen, meine jahrelange Erfahrung an mehr Leute auch weitergeben. Und jetzt kommt etwas, was ich am Anfang gesagt habe, wie du dein Potenzial auch komplett ausschöpfen kannst. Du brauchst natürlich einen Trainer. Ich selber bin auch Spieler und habe auch Trainer. Also Gianluca Walter, Michael Servati, die haben mich auch trainiert. Und auch wenn ich beim 1. FC Köln mal als Sparingspartner mit trainiere, da ist ein Trainer. Wenn du jetzt keinen Trainer hast, dann ist das doof. Such dir auf jeden Fall einen. Aber ich biete dir eine Möglichkeit, dass du dein Verständnis zu dem Sport erweitern kannst und auch sowas wie dein eigener Trainer wirst. Dazu jetzt gleich mehr. Ich bin mir sicher, dass du von diesen genannten 7 Fähigkeiten eine gute Grundausbildung, eine gute Voraussetzung hast. Aber reicht das, um 100 TTR-Punkte mehr zu bekommen? Das wird sehr schwer, sage ich dir. Als ich damals als Jugendlicher und Schüler bei den deutschen Meisterschaften und Top 16 Ranglistenturnieren mitgespielt habe, da habe ich ja gegen Dimitri Ovtcharov, gegen Rufen Filus, Steffen Mengel, also Leute, die jetzt wirklich richtig, richtig gut sind, gespielt, konnte da auch einigermaßen mithalten. Und die waren mir natürlich in vielen Sachen dann überlegen. Aber hätte ich eine Sache gehabt damals,
die ich dir jetzt gleich vorstelle, dann hätte ich vielleicht den einen oder anderen häufiger geschlagen. Pass gut auf, was jetzt kommt, ist wirklich sehr wichtig. Gehen wir also wieder an den Anfang dieses Videos. Stell dir vor, du bist in der nächsten Saison und du möchtest 50 oder 100 TTR-Punkte mehr machen. Und das ist auch möglich. Du spielst also dein erstes Spiel und du kennst diesen Gegner. Du weißt noch grob, was du machen sollst. Und jetzt hast du ein Journal in der Hand. Und nach diesem Spiel gehst du zur Bank, holst dein Journal raus, dein Tischtennis-Journal, und schreibst dort die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Spiel rein. Wo hast du die meisten Punkte gemacht? Was war die größte Schwäche des Gegners? Was ist dein bester Aufschlag? Wie konntest du den Satz gewinnen? Was tust du bei kritischen Spielständen? Und im Rückspiel gewinnst du nicht 3-2, sondern 3-0, weil du guckst dir vorher nochmal deine Notizen an und weißt genau, wie du das Spiel beim letzten Mal gewonnen hast. Und so machst du das mit jedem Gegner. Du öffnest nach dem Spiel das Journal, schreibst die wichtigsten Punkte rein und beim Rückspiel gewinnst du gegen diese Person. Oder wenn du das zweite oder dritte Mal auf einem Turnier gegen diese Person spielst. Dieses Journal, was ich mühevoll kreiert habe, kannst du jetzt kaufen, um in der nächsten Saison dein nächstes Level zu erreichen. Zusätzlich zu diesem Journal erhältst du aus 29 Jahren im Tischtennis als Spieler und Trainer meine persönlichen Tipps und Tricks zu den 7 Bereichen, die ich dir vorhin vorgestellt habe. Es sind wirklich sehr persönliche Tipps und Tricks mit dabei, darauf kannst du dich sehr freuen. Was passiert, wenn du das Journal dir nicht holst? Na gut, dann wirst du die Saison höchstwahrscheinlich weiter so spielen. Du wirst vielleicht gegen die gleichen Gegner auch immer wieder verlieren, ohne deine wichtigen Notizen. Du weißt immer noch nicht, was wichtig ist bei der Taktik, beim Training, bei der Technik, bei der Disziplin, bei der Leidenschaft. Du wirst es einfach so weitermachen wie bisher und kommst nicht aufs nächste Level. Wie sieht jetzt aber der Optimalzustand aus? Du kaufst dir das Journal. Du liest dir meine wichtigsten Tipps und Tricks in fast über 40 Seiten durch und dann wirst du bei jedem Spiel im Journal die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Spiel eintragen und wirst so gegen die Spieler gewinnen, gegen die du immer gewinnen wolltest und nicht wusstest, warum du verloren oder gewonnen hast. Und so könntest du es schaffen, 50 oder 100 TTR-Punkte zu gewinnen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und gutes Gelingen, ob mit oder ohne Journal. Aber ich rate dir ganz dringend, dein eigener Trainer zu werden und mit diesem Journal schaffst du das. Jetzt unten in der Videobeschreibung habe ich dir das Journal verlinkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du zuschlägst und auch gerne ein Feedback dazu gibst auf Amazon oder mir eine persönliche Mail schreibst. Jetzt möchte ich mich bedanken fürs Schauen dieses Videos und wünsche dir viel Erfolg in der neuen Saison. Bis zum nächsten Mal. Ciao.